Servus Gäste, Sweater Speck am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen heute schon zum ganz lang angekündigten FAQ. Ich habe euch ja ein paar Videos über immer gefragt, ob ihr mir nicht mal ein paar Fragen in die Kommentare reinstellen könntet. Und heute habe ich insgesamt 14 Fragen auf meinem Zettel stehen, die ich nicht alle beantworten werde. Aber keine Sorge, Jungs, das kommt noch alles, denn ich habe mir überlegt, die ganzen Fragen, wo ich mich über YouTuber äußern soll oder auch generell über meine Ziele auf YouTube, die werden jetzt noch unter der Woche in einem Part zusammengefasst kommen. Also jetzt Shoutout an Pandax, FIFA Tech, Face in Games, Marvin United und FIFA King YouTube. Eure Fragen werden noch alle beantwortet. Heute möchte ich mal so ein bisschen ja die Standardfragen über mich beantworten und noch einige andere mit entweder oder. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal an. Was ist mein Hobby neben YouTube? Gestellt vom guten alten Quinny75pp. Erstmal nice und danke, dass du mir die Frage gestellt hast. Was ist mein Hobby neben YouTube? Also ich schaue sehr, sehr gerne natürlich Fußball. Hab's auch mal eine Zeit lang aktiv gespielt, habe ich dann nach einer Zeit sacken lassen, weil ich da nicht mehr so die Zeit finden konnte wegen Training etc. Also neben YouTube ist mein hauptsächliches Hobby eigentlich der Fußball. Und das ist ja dadurch, dass ich mal FIFA-YouTuber war, beziehungsweise noch teilweise bin, doch schon ziemlich eng verknüpft. Und ich schaue auch sehr, sehr gerne Filme, sehr viele Filmreihen habe ich auch unter anderem bei mir zu Hause, alle meistens sogar komplett, deswegen, das wären so meine Hobbys neben YouTube. Der gute alte Xyva hat, ich glaube, die Frage schon dreimal oder so gestellt, er wollte unbedingt, dass diese Frage drankommt, was ist dein Lieblingsessen? Und erstmal natürlich danke für die Frage, Diggi, und jetzt kommt natürlich so die Frage, ich werde das einfach mal untergliedern, mein Lieblingsfastfood ist einfach Döner. Einfach beste, ich liebe das einfach. Da habe ich auch einen richtig genialen Dönerladen, wo ich immer hingehe und auch noch in anderen Städten. Einfach nur absolut genial, esse ich am liebsten. Auch Burger ist ganz fresh. Und mein generelles Lieblingsessen ist eigentlich, kennt ihr vielleicht Hamburger Schnitzel, einfach Schnitzel mit Spiegelei und dazu Bratkartoffeln oder Pommes. Jungs, das ist einfach beste. Kann ich nur einfach jedem empfehlen, dass man irgendwo bei einem geilen Imbiss oder so zu bestellen, das schmeckt einfach wirklich geil. Chromeleon, mein Designer, auf den es jetzt eigentlich diesen Mittwoch noch ankommen wird, fragt, Real Madrid oder RB Leipzig? Ja, Jungs, wer mich jetzt schon eine Weile kennt, der weiß, dass ich gegenüber RB Leipzig nicht wirklich abgeneigt bin. Bin so ein großer Fan der Spielweise und auch des Vereins, das sage ich ganz offen. Und auch gegenüber Real Madrid bin ich sehr, sehr verbunden. Bin wirklich von beiden Vereinen ein totaler Fan. Unterstütze sie auch immer, wenn ich kann. Auch wenn das jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger ist. Und wenn Real Madrid gegen RB Leipzig spielen würde, dann wäre ich für den Verein aus meiner Heimat, nämlich Leipzig. Ja, aber so auch gegen den Real Madrid-Sieg wäre ich nicht allzu abgeneigt, aber wenn ich mich hier zwischen den Fanblocks entscheiden müsste, dann würde ich mich zu RB stellen und mich viel mehr freuen, wenn sie gewinnen würden. Der gute alte Ado fragt, seit welchem FIFA bist du mit dabei? Seit welchem FIFA ich mit dabei bin? Also es hat bei mir angefangen mit FIFA 07 auf dem Nintendo DS. Und hat sich jetzt halt quasi bis FIFA 18 weitergeführt und auf den Konsole war ich top. Nach der Wii, was ich jetzt auch nicht mit dazu zählen möchte, war jetzt meine erste PlayStation, war die PlayStation 3. Und da war ich dort mein erstes FIFA, FIFA 12. Und seitdem spiele ich das Spiel eigentlich auch. Aber so wirklich skillen und so kann ich erst so seit 2, 3 FIFAs oder so. Also damals einfach wirklich nichts Besonderes von der Spielweise her. Da wusste ich noch nicht mal, wie man eine Finesse macht. Der gute alte FIFA Rager fragt die Standardfrage. Wie alt bist du, Diggi? Ich bin 17 Jahre alt. Bin's erst letztens auch geworden, also deswegen, von daher kannst du ja so ungefähr denken. Ja, Jungs, als nächstes der gute alte Marci. Bayern München oder Borussia Dortmund? Wieder so eine Entweder-Oder-Frage, Jungs. Man muss zu meiner Schande gestehen, was heißt zu einer Schande? Ich war früher FC Bayern München-Fan, noch in der Zeit, wo Louis van Gaal die Bayern trainiert hat und wo auch noch ein Jupp Heynckes da war. Bis Guardiola war ich noch halbwegs, aber ab Ancelotti dann gar nicht mehr. Also ab dem Moment, wo eigentlich RB Leipzig dann aufgestiegen ist, war ich dann kein großer Bayern-Fan mehr. Aber ich bin immer noch sehr verbunden mit dem Verein und natürlich ist da immer noch so ein bisschen dieses Konkurrenzdenken gegenüber Dortmund, weil die waren ja damals der Gegner Nummer 1 für die Bayern. Unvergessen wird dieses Champions-League-Finale von damals bleiben.
Da habe ich so geschwitzt, das war einfach absolut geil. Und da muss man auch mal wirklich Danke sagen an den FC Bayern München, dass man mit diesem Verein wirklich solche geilen Momente erleben konnte. Und ich war damals kein Erfolgsfan. Ich habe quasi bei Matchetext habe ich Ribéry 100er Karte damals gezogen. Und das war ich einfach so beeindruckt, dass ich dann Bayern-Fan irgendwie geworden bin. Und ich war auch Bayern-Fan in den schwierigen Phasen, wo Dortmund auch immer die Meisterschaften geholt hat oder man auch gegen Chelsea und auch gegen Inter Mailand im Champions League-Finale verloren hat. Ja, Jungs, nächste Frage. Kommt ihr vom guten alten Alvin 7108? Grüße gehen an dich raus, Diggi. Lieber 1 Million Abonnenten oder 69 Freundinnen? Anbetracht der aktuellen Lage 1 Million Abos oder 69 Freundinnen kann man einfach so beantworten, dass ich aktuell die 1 Million Abos kriegen würde, weil ihr wisst ja, Jungs, bei meinem Fame dann wäre ich mehr als 69 Weiber rausbekommen, weil ihr wisst ja, ich bin einfach absolut Ich heftig. hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so Und gefällt. mit 1 Million Abos kann man sich ja schon mal das ein oder andere gönnen. Nein, Spaß. Also absolut würde ich einfach mal die 1 Million Abonnenten nehmen. Ich bin absolut unlustig, Jungs. Dafür kann ich jetzt eigentlich auch nichts. Und die letzte Frage kommt vom guten alten FIFA-Joker. Welchen Mädchennamen finde ich am geilsten? Nein, schwierig, ne? Eine sehr, sehr schwierige Frage. Da müsste ich jetzt eigentlich sogar einen Cut setzen, weil ich da absolut keine Ahnung habe. Für mich persönlich kommt es da jetzt nicht so auf den Namen drauf an. Aber jetzt will er ja unbedingt eine Antwort. Isabel. Einfach nur mal die Spekulation bei dir anzuheizen, Diggi. Naja, und wenn ich sonst noch einen weiteren Namen sagen sollte, würde ich jetzt einfach mal sagen Sarah, weil ich verbinde eigentlich mit dem Namen ziemlich viel Positives. Keine Ahnung, ob ich jetzt. Ist mir eigentlich im Endeffekt egal, was die für einen Namen hat. Hauptsache, ihr wisst schon, die Basics müssen passen, so, wenn man da mal körperlich guckt. Aber natürlich auch die geistigen und die inneren Werte sollte man nicht vergessen. Merkt ihr das, Joker, du Hund? Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, Jungs. Auf jeden Fall kommt da noch die zweite kritischere Ausgabe von dem ganzen FAQ, weil da sind ja noch einige Fragen, die ihr über den einen oder anderen YouTuber wissen wollt, Jungs. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und damit würde ich sagen, ich bin raus, Jungs. Euer FIFA-Sweater, kostenloses Abo wäre Babo. Danke für über 1000 Aufrufe beim Fatal-Video, wo ich Phineas FIFA aufgedeckt habe. Danke dafür. Und jetzt würde ich sagen, euer FIFA-Sweater ist raus. Haut rein und ciao.